Die Schuhe hat sie übrigens auch noch an. Ich hab Stiefel der List. Jo, Listbonus. Dadurch kann sie sich eigentlich sehr gut im Schatten verstecken. Habe ich gerade gesagt und schlage fehl. Wie viel Prozent hat sie denn? 85. Das ist doch nicht so wenig. Genau, im Schatten stecken gelungen und so tritt man aus dem Schatten wieder heraus. Man muss theoretisch einfach nur sich im Schatten verstecken, also ein Schloss knacken, sich im Schatten verstecken, ganz schnell plündern und dann noch, bevor man wieder sichtbar wird, rausrennen. Dann wird man eigentlich nicht bemerkt. So, wir sind einmal um das Haus hier rumgelaufen. Das sieht mal wieder wie ein größeres Herrenhaus aus. Ein Lal. Mal wieder ist einer, der lallt. Ich habe allein im letzten Monat 10 Stücke Vieh verloren. Komisch, dass sich diese verdammten Räuber plötzlich mit Viehdiebstahl die Hände schmutzig machen. Machen sie vielleicht nicht. Das waren vielleicht die Kobolde. So, hier können wir rein. Denn ich verschwinde jetzt. Hier scheint allerdings nicht zu sein. Das sieht aus wie die Quartiere von Sklaven oder so. Aber hier stehen ein paar Truhen rum. Da ist nur eine Armbrust drin. Da sind ein paar Waffen drin. Und da ist nichts drin. Okay, hier ist nichts Besonderes. Ich hab genug davon. Wenigstens können wir so die Zeit totschlagen, dass es wieder Tag wird. Jo, das ist definitiv noch ein Herrenhaus. Das gucken wir uns an, dann haben wir das auch erledigt. Dann haben wir nur noch die beiden Blöcke hier. Also einmal für, wenn wir Caster Larswood Paytail abgeschlossen haben. Und einmal, bevor wir die Feuerweinbrücke machen. Okay, abgeschlossen. Oh, Wachen. Ich hätte zur Armee. Ich rate euch, während eures Aufenthalts in diesem Hauses euer bestes Benehmen an den Tag zu legen. Ich werde euch sehr genau beobachten. Ja, ihr werdet beobachtet. Okay, das hier ist schon mal ein Herrenhaus. Sind hier wieder Zauberformeln im Schrank? Nein, leider nicht. Also nicht in denen hier. Hier ist der Gerard Ravenhust. Fort mit euch, Bettler. Halt, wir müssen ja nicht gleich im falschen Ton anfangen. Ich habe hin und wieder ganz gern Gesellschaft, aber die meisten Leute in der Stadt sind ein wenig zurückhaltend. Ich verstehe einfach nicht, warum, gnädiger Herr. Also jetzt schmeichelt die Mäulen hier mal ein bisschen. Ja. Ihr besitzt ein schönes Heim und scheint recht liebenswürdig zu sein. Vielleicht ist es wegen der beiden Wachen, die ihr beschäftigt. Das ist eine bedauerliche Möglichkeit. Ihren Posten scheinen Ihnen wirklich ein wenig zu sehr zu gefallen, aber es ist mir schon lieber, wenn ich sie habe. Ich glaube kaum, dass ich mich ohne sie sicher fühlen würde, vor allem mit Blick auf die Räuberüberfälle auf dem flachen Land. Wenn es mal wieder etwas ruhiger ist, kann ich es mir vielleicht auch wieder leisten, das Haus etwas offener zu halten. Geht jetzt bitte, mir schwirrt noch viel zu viel im Kopf rum. Jo. Wir gucken nur, ob du noch was Interessantes hast, bevor wir gehen. Denn ich verschwinde jetzt. Hast ja genug Bücherregale, in denen du was verstecken könntest. Gut wäre es, wenn du hier alleine leben würdest. Scheint aber bis jetzt sogar der Fall zu sein. Ach ja, die würde er garantiert nicht vermissen.
Das würde er erst recht nicht vermissen. Was wo? Denn ich verschwinde jetzt. Okay. Unsichtbarkeitstrank. Zauberstäbe, ein paar Diamanten, Heiltränke. Der Typ hat zu viel Zeug, würde ich sagen. Aber hier drin hatte er leider nichts. Okay, zum Glück hat niemand gesehen, dass ich geklaut habe, hoffentlich. Oh, der Schreibtisch fehlt noch. Da ist allerdings nur ein Dolch drin. Denn ich verschwinde jetzt. So. Da ist gar nicht abgeschlossen. Da ist aber auch nichts drin. Gut. Ich hab genug davon. Ja, beinahe unter meiner Würde. Das wäre damit auch erledigt. Auf zur Schmiede. So, alles, was wir an Schmuck haben, kann zu Khalid. Tränke können zu ihr. Wir haben gut was an Heiltränken. Und der hier ist böse. Das weiß ich jetzt schon. Da brauche ich gar nicht identifizieren. Das ist nämlich ein Stab der Blitze. Der Besitzer des Zauberstabs kann einen Blitzstrahl erzeugen. Das Wesen, das vor dem Blitzstrahl getroffen wird, erleidet 6W6 Schadenspunkte, wobei jede gewürfelte 1 als 2 gezählt wird. Also das klingt schon mal richtig übel. Das heißt, das Ding macht auf jeden Fall 6W6, also 1 bis 36 eigentlich. Aber da jeder 1 als 2 gezählt wird, macht es mindestens 12 bis 36. Bei Rettungswurf gegen Zauber wird es halbiert. Und setzt seine Zickzackbahn fort, bis es erlischt. Also Blitzpingpong. Ja, kann nur von Dünner hier verwendet werden. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Was jetzt auch nicht so schlimm ist. Nichts leichter als das. Ein klitzekleines bisschen mehr kann ich alles machen, so, was ihr wollt. Kumpel, zeig mir, was ihr zu verkaufen habt. Ich glaube, von meinem Schmuck nimmst du nichts. Du nimmst die Edelsteine, ja, die kannst du haben. So, jetzt wollen wir allerdings Pfeile kaufen. Pfeile, 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 genau. Erstmal noch ein Stick hiervon. So, das dürfte reichen an Pfeilen. Schleuderkugeln bräuchten wir mehr. Kaufen wir erstmal wieder. So, 3 Sticks blaue. Und weiße. Also normale. Aber vielleicht ist es ein bisschen übertrieben, aber besser zu viel als zu wenig. Vor allem, weil wir jetzt eine ganze Weile nicht mehr in die Stadt gehen wollen, werden tun. Nichts leichter als das. So, ist die gute Frage. Will ich meine Räuberskalpe noch verkaufen? Ich könnte Zauber bei ihr und ihr mal auffrischen. Sie hat noch eigentlich alle Zauber voll. Nö, ich denke mal, das ist okay soweit. Die Art, wie sich diese Gruppe entwickelt, gefällt mir nicht. Ja, Yahira jammert. Könnte vielleicht helfen. Also Yahira jammert deswegen, weil sie neutral ist. Aber der Ruf unserer Gruppe weit über neutral drüber. Also ich glaube, bei 16... Kann ich euch behilflich sein? Bei 16 würde sie nicht jammern. Was?
Kann ich irgendwie behilflich sein? Jo. Ich nehme, würde gerne die hier verkaufen. Dankeschön. Ja, beinahe unter meiner. Und dann machen wir uns mal wieder rar. So, auf nach Wilcaster. Gut. Hier hatten wir uns ja schon ein bisschen umgesehen. Bevor ich meine tolle Eingebung hatte, dass wir hier einfach Versteinerungsschutz kaufen können. Wobei ich zugeben muss, da war ich auch ein bisschen out of character mal wieder. Und das möchte ich einfach damit rechtfertigen, dass ich es einfach vergessen habe zu kaufen. Ey, Untoter. Noch ein Untoter. Wie kommt Talisa gerade recht? Untote sind nämlich perfekte Klerikerfeinde. Au. Robotkommando hingegen ist garstig. Was wollt ihr? Okay. Da ihr gerade vorhabt, Khalid um den Haufen zu brennen, was schlecht ist. Du, Khalid. Du am besten auch mal Khalid heilen. So, genau, weg mit euch. So, du heilst nochmal Khalid, du heilst Minsk. Und du heilst nochmal Khalid. Was immer schon erledigt. Geld, Feuerpfeile hätte ich gerne. Oh, ja, du bist etwas überladen. Dann kriegt Yahira mal einen Stack von deinen Schleuderkugeln. Einmal Schutz vor dem Bösen ist okay. Feuerpfeile. Feuerpfeile. Oh, noch ein Untoter. Ja, die streuen hier halt rum. So, das war der Untote. Ich bin schon erledigt. Und du hast du auch Feuerpfeile? Nein, eine Goldmünze. Unter meiner Würde. Ja, so Untote werden wir hier in Wilcaster noch öfter treffen. Einfach aus dem Grund, weil hier sehr, sehr viele Untote rumstreuen. Genau. Wer bist du denn? Du siehst aus wie ein Halblingsdieb. Ihr seid ein absonderliches Volk, das ihr euch hier herumtreibt. Jo. Wanderer, wartet einen Moment. Ich möchte mit euch reden. Ihr seid Abenteurer, stimmt doch, oder? Ja, wir sind Abenteurer. Was geht euch das an? Das ist dann schon in Ordnung. Wisst ihr, ich bin ein Wanderer. Aufs Kämpfen bin ich nicht so erpicht. Ich nehme ganz gerne mal was aus Ruinen oder Monsterverstecken mit, aber versuche stets möglichst nicht verletzt zu werden. Ich habe jedenfalls etwas, was euch interessieren könnte. Ich besitze einen Edelstein mit magischen Kräften. Ich kann ihn nicht gebrauchen und niemand war bisher bereit, den Preis zu zahlen, den ich vorstelle. Wäret ihr daran interessiert? Vielleicht solltet ihr uns sagen, was der Edelstein kann. Natürlich, es ist ein Stein des wahren Blicks. Mit ihm könnt ihr die Wahrheit in allen Dingen sehen. Möchtet ihr ihn haben? Ich verkaufe ihn für 1000 Goldstücke, nicht mehr und nicht weniger. Warum verkauft ihr ihn nicht für weniger als 1000? Ein solches Stück kann ich nicht für weniger als 1000 Goldmünzen verkaufen. Ich könnte es mir schon leisten, aber immerhin riecht dem Braten schon, dass dieser Edelstein ein Fake ist. Schade, dass ihr nicht den offensichtlichen Wert dieses Edelsteins erkannt habt. Ich werde mich jetzt wohl auf den Weg machen. Genau, der verkauft uns nämlich irgendeinen Jol oder so. Und der ist nichts wert. Da verbraten wir einfach 1000 Goldmünzen. Für nix.
So, auch wenn ich das ungern sage, es ist mal wieder Zeit für einen Cut. Also speichere ich. LP 017. Und dann sehen wir uns gleich wieder.